Servus, liebe Freundinnen und Freunde von Scammern unterwegs, lebe jetzt nicht später. Gestern war ich wieder fotografieren, die Tage davor hat es geregnet. Ergo, was passiert, wenn man sich durch den Schlamm und durch die Wildnis quält? Die ganze Geschichte wird dreckig. Deswegen habe ich jetzt die Situation am Schopfe gepackt und dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich meine Objektive reinige. Das Gleiche, was ich jetzt hier für das Objektiv anwende, setze ich natürlich bei der Kamera, beim Kamerabody um. Und was braucht ihr alles dafür? Ich lege das Objektiv jetzt einfach mal hier zur Seite, dass das ein bisschen passt. Zum einen hier so einen Blasebalg. Damit macht ihr den gröbsten Staub und Dreck weg. Das ist wichtig. Wenn ihr jetzt irgendwelchen Sand oder ja, feinen Lehm oder sonst irgendwas auf der Kameratechnik oder auf dem Objektiv habt, dann kann es natürlich passieren, wenn ihr nachher mit dem Mikrofasertuch über eure Linsen fahrt, dass diese zerkratzt werden. Und wenn es auch nur leichte Kratzer sind, das stört dann natürlich eventuell später auch schon, wenn der Lichtschein schräg ins Objektiv reinfällt und dann habt ihr ja, Störlichter. Und das ist natürlich nicht optimal. Was benötige ich weiterhin neben dem Blasebalg? Einmal ein feuchtes Mikrofasertuch. Das muss so feucht sein, dass wenn ihr es ausfringt, dass kein Tropfen Wasser mehr rauskommt. Und natürlich noch ein trockenes Mikrofasertuch. Idealerweise sollten sich diese Mikrofasertücher farblich unterscheiden, damit ihr während ihr putzt oder im Putzwahn seid, nicht das eine mit dem anderen verwechselt. Deswegen hier, das mit Blümchen ist trocken und das Orangene ist feucht. Muss jetzt bei euch kein Orangenes und Geblümtes sein. Das ist jetzt nur zur Verdeutlichung. Legen wir jetzt mal los. Zuallererst müsst ihr natürlich die Gegenlichtblende oder die Sonnenblende weg und alles einpusten. Ihr seht schon, die Frontlinse ist durchaus verdreckt. Alles ordentlich abpusten. Dazu auch mal das Objektiv etwas ausfahren. Das ist übrigens der anstrengendere Part, ist aber auch eine ganz gute Übung. Alles abpusten. Leider Gottes kann man solche Objektive nicht in die Waschmaschine stecken, das wäre natürlich ideal. Auch hinten mal ranpusten, wenn ihr jetzt so ein Objektiv habt, was ausfährt und keinen Innentubusfokus hat, müsst ihr die Optik wieder zusammenfahren, dass die hinterste Linse nach oben kommt. Dazu müsst ihr das Objektiv am besten verriegeln, denn wenn das jetzt hinten nicht verriegelt ist, dann kann es sein, es fährt wieder aus und wenn ihr dann pustet, je nachdem, was ihr für einen Puster habt oder je nachdem, in ja, was für einer staubigen Umgebung ihr euch befindet, kann es natürlich sein, dass ihr Staub in die Optik reinpustet. So, jetzt machen wir wieder schön den Schutzdeckel hinten drauf. Sorgen jetzt hier nochmal ein bisschen für Wind. Gerade hier am Rand kann man erkennen, dass doch sich sehr viel Schmutz verfängt. Deswegen ist es wichtig, ihr beginnt am besten mit der Linse. Wenn jetzt hier ein bisschen grober Schmutz ist, dann könnt ihr das vorsichtig versuchen wegzumachen mit dem Finger. Eure Fingernägel sind jetzt nicht unbedingt allzu hart, dass ihr jetzt die Optik oder die Versiegelung allzu sehr verkratzen könnt. Auch solltet ihr darauf achten, wenn ihr damit arbeitet, frisch gewaschene Finger zu haben, dass sich kein Fett an den Fingern befindet, dann könnt ihr durchaus schon so gröberen Schmutz ein bisschen wegwischen. Das macht ihr dann nachher mit dem feuchten Mikrofasertuch problemlos weg. So, solange das Mikrofasertuch noch frisch ist, und zuerst nutze ich das feuchte Mikrofasertuch, das sollte möglichst auch sauber sein. Als allererstes macht ihr die Frontlinse. So, ihr seht jetzt schon, diese Streifen, die jetzt hinterlassen werden, das passiert dadurch, dass das Tuch feucht ist. Das ist auch nicht so schlimm. Das geht dann mit dem trockenen Mikrofasertuch weg. Damit sich keine Wasserschlierentropfen bilden, geht ihr am besten gleich
mit dem trockenen Mikrofasertuch über eure Linse. Und idealerweise pustet ihr zum Schluss Fussel von der Optik. Die Frontlinse wäre in dem Fall jetzt schon einmal sauber. Damit dies für die weiteren Schritte auch so bleibt, nehmt ihr euch eure Linsenkappe, pustet die auch nochmal sauber. Geht dann am besten auch nochmal mit dem Tuch drüber. Und versucht jede Ecke zu erwischen. Und dann macht ihr vorne die Linse zu. Das heißt, jetzt während den nächsten Reinigungsschritten kann hier schon mal nichts mehr passieren. Dann in den nächsten Schritten einfach die komplette Optik mit dem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Das ist so an sich der einfachste Schritt. Denkt daran, bevor ihr den Tobus wieder zusammenfahrt, dass ihr die ganze Sache trocken abwischt mit dem trockenen Mikrofasertuch. Wenn ihr dann noch weitere Objektive putzt, solltet ihr natürlich ein anderes Mikrofasertuch nutzen, denn wenn jetzt hier noch irgendwo Sand dazwischen gewesen wäre, das ihr dann mit dem feuchten Mikrofasertuch aufgenommen habt oder auch mit dem anderen Mikrofasertuch, dann könntet ihr natürlich damit die Optik des anderen Objektivs zerkratzen. Mit dem feuchten Tuch bin ich jetzt hier fertig, das heißt, ich gehe jetzt mit dem trockenen Mikrofasertuch nochmal drüber. Und ihr könnt jetzt auch schon sehen, an diesem Mikrofasertuch, wie viel Schmutz jetzt an dem Objektiv selbst war. Hier vorne kann man noch ein bisschen nachputzen. Die Ränder sind immer ein bisschen, schwieriger. Und dann ist die ganze Geschichte erledigt und das Objektiv ist wieder sauber, bereit für den nächsten Einsatz. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.